Ja, herzlich willkommen zur Realitätstheorie. Die Realitätstheorie habe ich mir ausgedacht, als ich mir die Dokumentation über die Relativitätstheorie von Albert Einstein angeschaut habe. Und dort ist mir etwas aufgefallen. Denn in seinen Gedankenexperimenten hat Einstein ja herausgefunden, dass es eine Zeitdilatation gibt, dass es eine Raumzeitkrümmung gibt und dass alles irgendwie so ist, wie er sich das da jetzt so zurechtgeschustert hat. Wenn in Wirklichkeit aber ein Fehler dabei ist, der so krass ist, dass diese Theorie ausgenockt werden könnte, dann ist es das, was ich hier aufgeschrieben habe. Denn wenn ihr das Beispiel aus dieser Dokumentation kennt, ja, also das Beispiel, wodurch die Relativitätstheorie entstanden ist, falls ihr es nicht kennt, ich werde das unten verlinken, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Aber jetzt kommt nämlich meine Theorie. Wenn du jetzt also hier eine Erde hast und du hast hier einen Mond und du hast hier ein Raumschiff. Mond ist 300.000 Kilometer entfernt von der Erde. Das Raumschiff ist auch 300.000 Kilometer entfernt von der Erde. Und jetzt soll ein Laserstrahl zwischen Erde und Mond hin und her geschossen werden. Und dadurch, dass der Mond 300.000 Kilometer entfernt ist und dadurch, dass das Laserlicht in einer Sekunde ungefähr 300.000 Kilometer weit fliegen kann. Deswegen dauert der Prozess nach oben eine Sekunde und zurück auch wieder eine Sekunde, also insgesamt 1 plus 1, 2 Sekunden. Wenn jetzt ein Raumschiffpilot das beobachtet, was zwischen Erde und Mond passiert, und er ist auch 300.000 Kilometer von der Erde entfernt, dann muss, wenn der Laserstrahl jetzt hochgeschossen wird zum Mond, muss er direkt eine Kopie erstellen. Und diese Kopie wird in jede Richtung ausgesendet. Also kommt die Kopie logischerweise auch bei dem Raumschiffpiloten an. Weil aber die Übertragungszeit der Kopie maximal Lichtgeschwindigkeit ist, also ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde, kann der Raumschiffpilot diesen Laserstrahl erst eine Sekunde später sehen, weil die Kopie eine Sekunde braucht, um ihn zu erreichen. Und das, was der Raumschiffpilot dann sehen würde, ist genau das Gleiche, was zwischen Erde und Mond passiert. Eine Sekunde hoch, eine Sekunde runter. Nur, dass es halt vorher noch eine Sekunde rüber geht. Und zwar dann, wenn der Laserstrahl auf seiner ersten Stufe hier aus der Erde auftaucht. Und das bedeutet, dass dieser Vorgang für den Piloten 3 Sekunden dauert, während das Original nur 2 Sekunden unterwegs ist. Wenn jetzt der Raumschiffpilot 600.000 Kilometer entfernt wäre, dann wäre die Übertragungszeit logischerweise 2 Sekunden, weil er doppelt so weit von dem Laserstrahl entfernt ist. Und weil wir wissen, dass wir alles immer nur in der Vergangenheit sehen, die Sonne beispielsweise, die Sonne ist von der Erde 150 Millionen Kilometer entfernt, das Licht wird mit Lichtgeschwindigkeit übertragen, die Kopie der Sonne wird mit Lichtgeschwindigkeit übertragen, das heißt, wir können die Sonne jetzt so sehen, wie sie vor 8 Minuten aussah. Und das ist bei egal welchen Gegenständen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Lampe hast oder du nimmst den Stuhl und der Stuhl ist nur 2 Meter von dir entfernt, dann bedeutet es, dass die Kopie 6 Nanosekunden braucht, um dich zu erreichen. Also das, was dicht dran ist, empfängst du deutlich schneller als etwas, was Millionen von Kilometern weit entfernt ist. Und weil immer alles in der Physik, das steht hier zum Beispiel in einem Zeitungsartikel, das ist, glaube ich, gleich dieses erste physikalische Gesetz, alle Naturgesetze sind überall gleich und zwar unter allen Umständen. Das steht sogar hier drin in einem Bericht über die Relativitätstheorie auf Seite 33. Gut, das ist erstmal weitestgehend uninteressant, aber alle Naturgesetze sind überall gleich und zwar unter allen Umständen. Das bedeutet, die Lampe sendet eine Kopie aus, die Sonne sendet eine Kopie aus, der Mond sendet eine Kopie zu der Erde, die eine Sekunde alt ist. Wenn du mich jetzt hier siehst, dann vergeht etwas Zeit. Wenn du den Stuhl siehst, dann vergeht etwas Zeit. Das heißt, egal was du nimmst, egal welcher Gegenstand, egal welche Person, ob das ein Tier ist oder sonst irgendwas, alles erstellt eine Kopie. Eine Kopie. Aber nicht der Laserstrahl von Albert Einstein. Denn den kann man sofort sehen. Schaut euch das Video an, also die Dokumentation an. Und ihr werdet feststellen, dass das, was sozusagen, also in der Dokumentation, da wird dieser Laserstrahl in so einem Zickzack angezeigt, das ist im Prinzip
die Strecke, die länger wird, weswegen es jetzt diese Zeitdilatation bei Einstein gibt. Aber in Wirklichkeit ist einfach diese längere Strecke ist praktisch die Übertragungszeit, die die Lichtkopie braucht, um zu dem Raumschiff zu kommen. Okay? Falls Fragen sind, ihr könnt mir natürlich Fragen stellen. Ja, ich nehme noch das nächste Beispiel aus dieser Dokumentation. Ich werde das auf jeden Fall verlinken. Ihr solltet euch das auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Denn in dem nächsten Beispiel, da geht es, glaube ich, um die Längenkontraktion. Und die Längenkontraktion entsteht immer gleichzeitig mit der Zeitdilatation. Dadurch, dass es die Zeitdilatation jetzt aber ja nicht gibt, weil es eigentlich eine Übertragungszeit gibt, wird es seltsamerweise oder höchstwahrscheinlich, sagen wir es mal eher so, wird es höchstwahrscheinlich auch diese Längenkontraktion nicht geben. Und diese Längenkontraktion ist eigentlich auch ziemlich schnell erklärt, denn wenn ihr euch das in der Dokumentation gleich anseht, ich gehe mal davon aus, dass ihr das tun werdet, dann könnt ihr danach nämlich diesen Kreis hier sehen. Und dieser Kreis, das soll sozusagen irgendwie unser Sonnensystem sein. Und in diesem Sonnensystem werden jetzt immer Photonen an die Außenseite geschossen, dort reflektiert und dann wieder in den Mittelpunkt gebracht. Und zwar überall dort, wo ihr hier jetzt diese gestrichelten Linien seht. Also dort gehen vier Punkte immer von oben und unten und von links und rechts in die Mitte, werden reflektiert und an die Außenbahn geschossen. Und Einstein hat sich jetzt gefragt, wenn jetzt ein Raumschiff vorbeigeflogen kommt, was würde denn dieser Raumschiffpilot beobachten? Und wenn er jetzt eine gewisse Geschwindigkeit drauf hat, also wenn er wirklich schon ein bisschen Speed drauf hat, dann müsste sich laut Einstein dieser Raum hier, dieses, müsste sich zu einer Ellipse verformen. Es müsste also oval werden. Und warum? Weil wenn jetzt nämlich der Raumschiffpilot hier vorbeifliegt, dann würden in diesem Bild diese Photonen, die hier immer nach außen geschossen werden, nicht mehr synchron in der Mitte ankommen. Und die müssen aber alle gleichzeitig in der Mitte ankommen, weil du betrachtest ja immer dasselbe Objekt. Und es ist unmöglich, dass diese Sachen irgendwie unterschiedlich übermittelt werden. Und weil es so unmöglich ist, hat Albert Einstein angefangen, diesen Raum hier zu krümmen, so dass alle Photonen zur selben Sekunde wieder in der Mitte sind und wieder zur Außenbahn geschossen werden, sodass du es also wieder synchron bekommst. Aber das, was Einstein jetzt erstens vergessen hat, ist, dass immer eine Kopie ausgestrahlt wird. Das heißt, du siehst immer die Objekte nur in der Vergangenheit. Das bedeutet gleichzeitig, dass du das Original nicht verändern kannst, weil du das Original nicht siehst, weil immer eine Kopie dazwischen ist. Und das Zweite ist, wenn ihr euch das ganz genau anschaut, dann könnt ihr sehen, dass die waagerechten Photonen, also die von links nach rechts, rübergeschossen werden, dass die sich nicht mehr gleich verhalten. Die kommen zwar gleichzeitig in der Mitte an, aber die Bewegungen sind ganz unterschiedlich. Und das heißt, dass nicht mehr das Original übertragen wird und es muss genauso aussehen wie in dem Original. Das sagen die sogar. Es ist unmöglich, dass zwei Betrachter irgendetwas unterschiedlich wahrnehmen. Aber weil Einstein wieder die Übertragungszeit nicht mit reingenommen hat, weil er wieder nicht verstanden hat, dass es eine Kopie gibt, deswegen gibt es bei ihm diese Längenkontraktion. Und deswegen muss der Raum zu einer Ellipse verformt werden, damit das noch möglich ist. Aber du kannst es ja überhaupt nicht anders sehen, als es im Original losgeschickt wird. Und das erklärt natürlich auch wieder hier mit dieser Zeitdilatation. Da fehlt die Übertragungszeit. Und bei dem nächsten Beispiel fehlt auch die Übertragungszeit. Es fehlt die Kopie und es passiert einfach auch nicht mehr das, was im Original passiert. Das gleiche hast du auch bei diesem Raumschiffbeispiel. So, der Laserstrahl wird von der Erde zum Mond geschickt und dort reflektiert. Der fliegt nicht so hier in so einem Zickzack-Modus. Das sind alles nur komische Theorien, die halt durch die Übertragungszeit zerstört werden. So, ich habe auch noch mehr Beispiele, nur ich werde jetzt das erstmal hochladen, dann werde ich euch das mal schön überall unter eure Videos posten und dann könnt ihr das gerne, wenn ihr wollt, bei euren Channels hochladen oder das einfach liken, dazu irgendwas schreiben oder sonstiges. Ihr könnt das gerne verwenden, denn ich denke, dadurch, dass ich mir mittlerweile wirklich also hundertprozentig sicher bin, dass ich recht habe mit dieser Theorie, muss das an die Öffentlichkeit und dazu brauche ich deine Hilfe und die Hilfe von allen anderen, die sogenannten Verschwörungstheoretiker, ne? Sind wir doch, wir sind doch Verschwörungstheoretiker. Und die Verschwörungstheoretiker müssen jetzt diese riesige Verschwörung hier in die Welt setzen, aber nicht um eine Verschwörungstheorie weiterzuleiten, sondern die Wahrheit kommt ans Tageslicht.